Checkt jetzt gerne die Beschreibung aus für günstige Coins, PSN Cards oder Xbox Live, um mich zu unterstützen bei IGFold. Korrekte Sache, danke dafür und jetzt viel Spaß mit dem Video. Was geht, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen FIFA 17 Squad Builder Showdown. Und heute gibt es den 99er Lionel Messi Team of the Season und dabei habe ich natürlich einen Gast. Yo, was geht ab, Leute? What's poppin' YouTube? Wax ist auch mit am Start und ihr wundert euch bestimmt gerade alle, wieso hat Wax seinen Messi noch nicht drin? Und ich zeige euch das einfach mal, Leute. Und zwar habe ich mir leider nur diesen goldenen Messi leisten können. Ich hatte 2,8 Millionen Coins auf der Xbox One, aber Messi ist 3,5 Millionen Coins oder so wert. Das heißt, ich konnte ihn mir leider nicht leisten, aber ich hoffe, das ist trotzdem okay für euch und ich werde mir darum auch ein richtig nices Team bauen. Deswegen denke ich, ist das okay oder nicht? Ich denke mir mal, als Entschädigung ist es ja jetzt richtig geil, wird, dass du dann so ein heftiges Team baust. Und ich meine, es haben dir nur 300.000 Coins oder so gefehlt. Ich habe den für 3,1 mit Glück bekommen und das ist jetzt nicht so schlimm. Und ich habe ihn ja am Start. Ich kann ja einfach mal die Werte vorlesen. Lasst auf jeden Fall eine Bewertung da für mehr Squad Builder Showdown. Checkt die Episode bei Tim auch ab. Genau, richtiger Sprachfehler. Richtig nice. Ja, 97 Tempo hat er, 99 Dribbling, 99 Schuss, 98 Passen und dazu noch 82 Physis, was man von Messi ja eigentlich nicht gewohnt ist. Eine absolute Beast-Karte und ja, mehr kann ich eigentlich gar nicht sagen. Also wenn ihr mehr sehen möchtet mit mehr Spielern, dann wisst ihr, was zu tun ist, oder? Ja, Mann, easy going, liken und in die Kommentare schreiben, wen ihr als nächstes vielleicht sehen wollt aus dem La Liga-Tots oder so. Genau. Und dann würde ich sagen, fangen wir direkt mit der Formation an. Soll ich die direkt in die Kamera halten? Ja. Du kannst sie auf jeden Fall schon mal hochhalten und ich wollte mich auf jeden Fall nochmal bedanken an über 14.000 Likes oder so, die wir auf der letzten Episode hatten. Was? Habe ich schon fast vergessen. Ich meinte ja, 10.000 Likes, ob wir das überhaupt schaffen, also letztes Mal, beziehungsweise du meintest das ja. Und ihr habt einfach 14.000 Likes geschafft. Digga, das war krank. Einfach krass. Das ist ehrlich krank, Leute. Jungs, das muss ich einfach nochmal sagen. Einfach nur heftig. Danke dafür. Yes. Okay, dann stell mal ein, was du hast für eine Formation. Ja, ich hab die schon auf und es ist mal was Neues, kann ich dir sagen. Es ist die 4-3-3, die zweite. Die habe ich echt eigentlich noch nie benutzt. Ich dachte, du gehst ehrlich mit der 4-3-3, die vierte, mit einem zentralen Offensiven. Du hast einen defensiven, ne? Ja. Genau, ich habe das genau umgekehrt. Glück gehabt hast du da, ehrlich. Muss ich sagen, okay, jetzt fange ich mal mit meiner Formation. Okay, ich halt hoch. Puh, bitte hast du ihn nicht, Digga. Ich habe mir einfach die Standard 4-3-3 Formation mitgenommen. Oh, Junge, du nimmst immer die 4-3-2-1, beziehungsweise ist ja deine Lieblingsformation, deswegen habe ich die auch aufgeschrieben. Oh, Glück gehabt. Ich wollte die für kurze Zeit nehmen, aber ich dachte mir, das kann ich nicht bringen. Und deswegen die 4-3-3. Easy. Okay. Ja, gut, hast du schlau gemacht. Ich habe ein bisschen verkackt, aber jetzt werden wir Stürmer und linken Flügel einfach machen. So, Leute, dann gehen wir auch schon rüber zum Stürmer und zum linken Flügelspieler. Ich habe die Spieler wieder aufgeschrieben. Und es könnte sein, dass du vielleicht einen von denen hast. Das hoffe ich natürlich. Ja. Hau mal raus. Gut, ich kann dir sagen, ich bin nicht mit der La Liga, sag ich mal, oder ich bin einfach mit einer anderen Liga weitergegangen. Den linken Flügel wirst du wahrscheinlich nicht erraten, aber den Stürmer könntest du haben. Ich fange einfach mal mit dem linken Flügel an. Es ist einer aus der Premier League und zwar Felipe Coutinho in Form von Liverpool. Ich denke mal nicht, dass du den hast. Und dann im Sturm, der ist schon ein bisschen... Ja, risky. Anthony Martial in Form. Oh mein Gottness. Ey, Mann. Hätte ich das mal aufgeschrieben. Ich bin mit der Premier League sogar gegangen auf den linken Flügel. Hab kurz überlegt, ob ich Martial aufschreiben soll. Aber für den linken Flügel halt. Hab dann aber doch Hazard aufgeschrieben. Oh mein Gott. Und im Sturm. Ey, das war richtig Krise, Mann. Junge, ich dachte schon irgendwie, du wirst mit der Premier League gehen. Aber Martial, oh Mann, hätte ich das mal aufgeschrieben. Glück, Alter. Okay, das habe ich richtig gemacht, Mann. Ja, Mann, nice, okay. So, dann gehen wir aber zu mir, ne? Ja, du hast ja gesagt, du baust ein heftiges Team, dann habe ich auch mal sowas überlegt. Uiuiui, okay, ich fange mit dem Stürmer an. Ist ein meiner Meinung nach richtig heftiger Stürmer, wenn man sich diese Werte anguckt. Und da habe ich mir Team of the Season genommen, nämlich Aspas, 90 Tempo, 95 Schießen, 95 Dribbling, 89 Passen. Einfach krasse Werte, den wollte ich sowieso mal ausprobieren. Ah, Mann. Ja. Und auf der linken Seite habe ich erstmal so ganz chillig den ganz normalen Marco Reus. Oh. Ja, du, da muss ich wohl sagen, ich habe keinen. Wen hast du denn aufgeschrieben? Suarez und Ronaldo. Hätte er sein können. Übertreib komplett. Ja, okay, das hätte er eigentlich sein können bei meinen Ansagen.
Aber ich finde das auch so nice. Okay, dann gehen wir jetzt zum Mittelfeld über, ja. Oder was? Ja, ich würde sagen, alle drei und dann sehen wir uns gleich. So Leute, dann geht es jetzt auch schon zu den zentralen Mittelfeldspielern über. Und ich bin mir eigentlich ziemlich sicher. Ich sag lieber nicht zu viel, sonst kriege ich dafür wieder auf die Schnauze, dass ich zu viel laber. Sag erstmal nichts, aber das mit Marcel war schon knapp, ey. Muss ich ja sagen. Ja, aber gut. Am Ende zählt das, was man aufgeschrieben hat. Und ich habe nicht Marcel aufgeschrieben. Ja, das stimmt natürlich. Ich fange einfach mal an. So, mit Spieler Nummer 1. Ich habe es dir nicht leicht gemacht. Aber du weißt, man braucht einen von Manchester United. Und das ist natürlich auch einer von Manchester United. Und zwar Bastian Schweinsteiger, Man of the Match. Ja, war schon hart. Ich weiß nicht, Pogba hätte ich natürlich auch nehmen können. Der war eigentlich auch geplant, aber ich habe mich umentschieden. Dann haben wir rechts eine Legende. Und zwar eine argentinische, weil Messi natürlich auch volle Chemie sein muss. Und zwar Veron, Legend. Und im ZDM, er lacht schon so, also ich weiß nicht, vielleicht hast du Schweinsteiger, aber Veron glaube ich nicht. Morgan Schneiderla von Manchester United, also er spielt bei Everton, aber ich habe die Manu-Version. So, hau einfach mal raus. Das kann doch nicht wahr sein, Mann. Ich war mir sowas von sicher, dass du Pogba nehmen würdest. Oh, Junge. Ey, ich wollte den ungelungen nehmen mit Kanté, ne, auf der 6. Ey, Junge, hör doch auf mit dieser Scheiße, Alter. Ich habe wirklich Pogba und Kanté aufgeschrieben. Auf Veron könnte ich nicht kommen, da habe ich ihn Jester, aber... Ja. Ey, Mann, das ist doch unfair, sowas, Mann. Ey. Ey, Junge, Glück gehabt, Junge. Ist richtig geil, Mann. So muss das sein. Egal, hast du mal wieder Glück gehabt hier an der Stelle, würde ich sagen. Da machen wir dann jetzt bei mir weiter. Und ich habe hier schon Spezial eingegeben, weil hier werden jetzt ein paar Spezialkarten kommen. Ich fange auf der linken Seite an. Und das ist der aus dem Knockout-Turnier, Rudi. Kennst du den? Ja, also ich glaube, der hat sogar gestern bei Deutschland gespielt. Ja, Mann, Rudi, auf jeden Fall fresher Typ. Dann geht es weiter mit der zweiten Special-Card, das ist auch wieder ein Team of the Season. Trigueros habe ich mir hier gegönnt. Richtig fresche Werte auch der Typ, finde ich, für ein ZM. Ja, und dann aber auf der rechten Seite musste ich mir einen gönnen. Da musste ich mir einen gönnen, der ein bisschen Chemie gibt, und das ist Busquets. Oh mein Gott, Digga, wenn ich das jetzt sage, ich glaube, du drehst durch. Ja, hast alle ich habe zwei Stück. Ich habe zwei, nein, nicht alle drei, aber zwei. Trigueros und Team of the Season Rudi. Ja, ich kenne ihn natürlich und deswegen habe ich ihn auch aufgeschrieben. Bam. Ach, ey, Mann, hör doch auf. Doch, Mann. Hast du jetzt ehrlich beide? Ja, als drittes habe ich noch diesen Vieira Team of the Season, aber naja, man kann ja nicht alle drei direkt haben. Ey, Leute, ich sag euch eben noch, mein Team wird richtig geil. Ja, Mann, ja, nice. Und dann wird das gleich wieder so zerstört. Und ich muss jetzt alle meine Team of the Season Spieler schon wieder raushauen, die ich habe. Geil, Digga. Ja, ich glaube, ich leg da auch noch keinen Torwart rein, weil im Mittelfeld so einen großen Torwart ist eigentlich vorteilhaft sogar, deswegen warte ich noch. Okay, Leute, das sieht ja schon mal fresh aus hier im Mittelfeld. Ja, Mann. Richtig geil, nice, meine Alter, Team of the einfach... Season Spieler sind. Ey, richtig nice, schon zwei, Alter. Alleine auch, dass du wirklich Rudi nimmst, den man nur im Turnier gewinnen kann. Ja, du konntest ja nicht mal wissen, ob ich den wirklich gemacht habe oder nicht. Ja, deswegen, ich war am Überlegen, hat er den, aber du hast mir einmal gesagt, du hast alle gemacht, deswegen. Ey, Mann, ey, scheiße. Ja, geil. Jetzt hau ich wieder welche bei dir raus. Du weißt es. Die Linksverteidiger und Rechtsverteidiger, da habe ich immer ein gutes Gefühl. Und die sind immer böse. Aber ich kann dir sagen, ich habe es dir auch wieder nicht leicht gemacht, aber ich bin einmal mit Premier League auf jeden Fall weitergegangen. Und zwar haben wir einen Franzosen dort. Und zwar, wo ist denn der? Ich glaube, du weißt schon, wen ich meine. Von Manchester City, Clichy. Gönn dir auf jeden Fall. Rein. Oh, das ist ja doch scheiße, und Digga. Das fuckt mich gerade so ab, ey. Hast du nicht, oder was? Hau raus. Was ist los? Hau raus. Achso, ich dachte mir so, Moment mal, was jetzt los? Und der Rechtsverteidiger ist Dani Alves, Team of the Year. Yes, ich habe auf jeden Fall gedacht, du gehst jetzt mit der Bundesliga auf der linken Seite wegen Schweinsteiger, du gönnst dir Plattenhardt, Team of the Season. Und rechts gönnst du dir Valencia, Team of the Season. Oh. Juck dich einfach nicht, machst du gar nicht. Nö. Man muss heute mal ein bisschen kreativer sein, ja. Team of the Year Alves behalten. Nice, Gott, Alter. Okay, dann würde ich sagen, mache ich bei mir jetzt weiter. Aber meine Spieler sind auch ziemlich schwierig, würde ich sagen. Okay. Da habe ich es dir auch nicht leicht gemacht, jetzt ohne Scheiß. Deswegen fange ich direkt an. What the fuck ist hier denn los? Okay, ich muss das hier erstmal richtig einstellen. Ich will nämlich hier alles suchen und nicht La Liga. Ich habe nämlich jemanden auf der rechten Seite. Ein Man of the Match, und zwar Pedro. Oh, fresher Typ, auf jeden Fall feiere ich an der Stelle. Und auf der linken Seite habe ich Inform Hector mir gegönnt.
Das lief's doch nicht, Alter. Ich hab Plattenhardt Team of the Season und Kavachal. Ojojoi. Okay, das heißt wieder beide. Ja, Hector oder Plattenhardt, so, weißt du, einer von den beiden. Das war so 50-50, ne? Ja, hast Glück gehabt, Mann. Gut, aber ich darf bisher noch alle behalten. Das ist natürlich schon mal sehr geil. Und ja, dir geht's wahrscheinlich auch ganz gut, ja, mit deinen zwei Bronzespielen. Aber wenn du jetzt keinen mehr errätst, hast du auf jeden Fall auch keinen Joker benutzt. Das heißt, jetzt gehen wir zu den letzten drei Positionen. Stimmt, und hier wird's nochmal entscheidend, Leute. Ja, Mann. So, Freunde, die letzten drei Positionen. Und jetzt wird es so spannend. Wirst du einen von mir treffen oder gehe ich wirklich mit einem kompletten Team da raus, Alter? Ey, ich muss einfach einen treffen. Du konntest so viel machen. Ich habe so lange überlegt, ne, und mich am Ende dafür entschieden, Mann. Ich weiß nicht, ob das gut war, Leute. Ich konnte mich nicht entscheiden. Entweder gehe ich mit so einem richtig simplen Weg, ja, oder ich mache jetzt hier was ganz Besonderes. Und ich würde schon sagen, es ist etwas Besonderes, aber du kannst natürlich so drauf kommen. Mit so einem Brasilien-Duo gegangen oder so, ne? Ich fange an mit einem Brasilianer. Oh. Und das ist Marquinhos Team of the Season, den man gewonnen hat. Daneben brauche ich einen Franzosen, sonst geht das nicht auf. Und das ist ebenfalls ein Team of the Season, und zwar Perrin von Saint-Étienne. Und im Tor fehlt dann nur noch einer, und zwar vom PSG, Kevin Trapp Info. Junge, ich schau mir gleich. Ey, Mann, ey. Ich schwör's, ich hatte das die ganze Zeit auf meiner fucking. Oh mein Gott. Was hast du zuerst gedacht? Ja, genau das habe ich gedacht, Alter. Und dann habe ich mich genau am Ende für Bonucci, Buffon und Koscielny entschieden. Ich schwöre, ich hatte das gedacht. Die Leute denken bestimmt, ich laber jetzt. Aber ich hatte das wirklich gedacht. Man hat es auch schon stehen. Du warst locker mal überlegen, ob ich Marquinhos hätte überhaupt. Ja, ja, ne? Mann. Und dann dachte ich mir so, ey, keine Ahnung, ich gehe einfach mit dem einfachen Weg. Ich habe so lange überlegt und dann am Ende mich für die Scheiße entschieden. Fuck. Oh mein Gott, Alter. Nein, Junge, dieses Team, Alter. Fresh. Ich darf es behalten. Und ich musste meine ganzen Team of the Season bis jetzt rausballern, ey. Egal, ich fange jetzt bei mir an. Ja. Erstmal durchatmen. Geil, ey. Soll ich raushauen, wenn ich hab? Hau einfach raus, Mann. Hältst du schon in die Kamera? Ich halte. So, ich fange an mit dem ersten Spieler. Wow, da habe ich Bartra mir gegönnt. Richtig nice. Oh, heftiger Spieler. Dann geht es weiter mit Info Martinez. Ja. Und im Tor habe ich den Spieler, den du jetzt bestimmt. Worüber du dich totlachen wirst, und zwar De Gea. Oh, dein Liebling, Junge. Ey, weißt du, wo ich De Gea gegen dich hatte? Das war einfach krass. Also, wer sich davon erinnern kann, legendäre Episode, einfach zwei Schüsse und zweimal durch die Beine oder so, keine Ahnung. Heftiger Typ, auf jeden Fall. Und ich kann dir sagen, ich habe auch keinen erraten. Ja, cool. Da haben wir aus den zwei Mittelfeld, und das waren noch meine zwei Team of the Season Spieler, die ich unbedingt haben wollte. Jetzt sieht mein Team dafür richtig kacke aus. Ey, das heißt, full... Ein Full-Team gegen ein mit zwei Bronze. Ich weiß nicht, ob das ein Handicap ist, aber meistens, ihr wisst das Momentum, das ist dann egal. Aber wir schauen einfach mal. Der Druck ist natürlich bei mir. Bist du bereit? Ich bin ready. Let's go. Los geht's. So, dann geht's jetzt los, Alter. Einfach ein volles Team. Ich glaube, das hatten wir noch nie bei uns, oder? Wir haben immer was erraten. Bei uns beiden haben wir echt immer was erraten. Heute war es aber echt kreativ, muss ich zugeben. Und ey, das sieht krank aus. Ich hab Angst. Deine zwei Blauen sind einfach für zwei Bronzespieler ersetzt worden. Das ist schon ärgerlich. Das ist richtig ärgerlich. Ja, aber was soll man machen? Aha. So ist Squadbuilder Showdown, und so werden wir jetzt spielen. Und ich hau dich trotzdem weg. Ich darf nicht mal so große Sprüche machen, Mann. Wir spielen einfach jetzt mal. Wir werden einfach mal gucken. Wir spielen und dann werden wir sehen. Ne. Jetzt, Mann. Da ist die Lücke. Und 1-0. Schweinsteiger. Ey, Junge, Schweini. Junge, früher hätte den Rang. Nein, das sieht böse aus. Oh mein Gott, Alter. 1-0, Martial. Was hast du mit mir angestellt? Digga, was für eine Kombi. 1-0, Jungs. Oh, gebracht hätte. Weiß nicht, ob das funktioniert hätte. So, jetzt komm. War abseits? Nein, ich glaube nicht. Schön gespielt. Und jetzt. Ah, hält er den. Jetzt hol ihn dir. Nice, Busquets. Ah. Jetzt komm. Jetzt, nee! Martial, Anthony Martial. Oh nein, wie kommst du da durch? Ey, der ist so gut, Martial ist so krank. Ah, da wollte ich zu viel und alleine. Und dann pfeift er da ab, ist es 2-0. Aus. Krass. Ey, ich weiß nicht, da waren gar nicht so viele Chancen, aber naja. Am Ende trotzdem 2-0. Gut, mal schauen, mach dich bereit. Vielleicht wird Messi jetzt dran sein. Zwei Spieler abstoßen, no. Dann sind wir jetzt auch beim Abstoßen. Zwei Spieler, ihr wisst, dass wir haben 2-0 gewonnen. Und jetzt
Ja, keine Ahnung. Hast du Angst? Ich habe sowas von Angst, dass du Messi triffst. Ne? Ich weiß nicht, wo ich ihn hinstellen soll. Das wäre so bitter, wenn ich jetzt... Uiuiui, Alter. Okay. Warte. Ja? Oh. Okay, hast du? Ich bin bereit, ja. Ja, und viele von euch haben in den Kommentaren oder in die Kommentare geschrieben, auf den Außenverteidigerpositionen sollen immer gute Spieler sein. Und eigentlich stimmt das auch. Und ich glaube, deswegen nehme ich ja, heute mal deinen Links. Was heißt das jetzt? Und Rechtsverteidiger, beide nehme ich. Links- und Rechtsverteidiger. Oh mein Gott, Junge, ich weiß nicht warum, aber ich habe Messi ins Tor gestellt. Das war gerade so dumm von mir. Was? Ey, sonst nehme ich auch nie wieder. Oder aber auf dem Linksverteidiger habe ich einen Bronzespieler und rechts ist es ein Inform geworden. Martinez Inform, stoße ich auf jeden Fall ab. Okay, aber immerhin einen dicken so halbwegs getroffen. Ja, Mann, ein Inform hast du getroffen, ein Bronzespieler. Und du stellst ihn einfach ins Tor. Junge, wieso habe ich Messi ins Tor gestellt? Ich dachte mir so selbst. Was mache ich da? Egal, ich habe die beiden abgestoßen und 2-0 verloren. Das war schon eine Klatsche, du hast mir schon gut gegeben. Naja, Klatsche würde ich es jetzt nicht nennen. Du hattest ja auch zwei Bronzespieler, deswegen 2-0. Am Ende eigentlich so 0-0, du weißt, wie es läuft. Ja. Okay, Freunde, ich hoffe, es hat euch gefallen. Messi, Team of the Season, ist richtig heftig, aber ich würde euch empfehlen, den auf der 10 zu spielen. Ich denke, da ist er am besten aufgehoben. Oder was meinst du? Ja, rechter Flügel hat mir gar nicht gefallen, Messi. Ich spiele den immer auf der 10 in der 4-1-2-1-2. Ja. Dann ist er auf jeden Fall biestig. Freunde, lasst eine Bewertung da. Korrekt, checkt die Episode von Tim ab und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Peace.